Wir erforschen Materialien, besonders in der zweiten Dimension, die sehr ausgedehnt in der Fläche sind, aber fast keine Dicke haben und oft nur eine Atomschicht dick sind. Und in diesen Materialien versuchen wir, starke Quantenzustände, wie zum Beispiel unkonventionelle Supraleitung oder topologische Zustände, zu entdecken. Eine der großen Entdeckungen in den letzten paar Jahren war die Entdeckung der Supraleitung in verdrehten Graphendoppellagen. Dies war wirklich nicht erwartet worden, weder von der Methode, mit der diese Supraleitung initiiert wurde, noch vom Mechanismus dieser Supraleitung, den wir bis jetzt immer noch nicht voll und ganz verstehen. Eine der großen Fragen ist, wie Elektronen in einem Kristallgitter miteinander wechselwirken. Wenn die Wechselwirkung besonders stark ist, können die Elektronen einen supraleitenden Zustand bei extrem hohen Temperaturen bewirken. Und wenn wir es wirklich schaffen würden, in Zukunft Raumtemperatur-Supraleiter zu erfinden, könnte dies wirklich einen großen technologischen Sprung bedeuten, weil wir dann zum Beispiel Energieverluste durch Hochspannungskabel vermeiden können. Ich denke, wir sind erst am Anfang in diesem Forschungsfeld. Das heißt, ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren noch sehr viele Überraschungen erleben werden, dass eine größere Vielzahl von Quantenzuständen erreicht werden kann. Und letztendlich werden wir dann sehen, welche dieser Zustände für Quantentechnologien zu verwenden sind. We'll be right back.